Kochen hat für Frank Buchholz auch immer etwas mit Kommunikation zu tun. Kein Wunder also, dass er deswegen auch als TV-Koch und als Autor unterwegs ist. Seine Wirkungsstätte ist unter anderem das Restaurant Buchholz. Doch jetzt zu Frank. So, mein Lieblingsrestaurant ist in Köln, in der Krefelder Straße. Das ist Le Morsonnet. Das ist einfach 2 Sterne auf bürgerlicher Ebene, also hohes Niveau, gutes Essen, Futter, ganz entspannte Atmosphäre mit einer unheimlichen Präsenz der Gastgeber. Vincent, ich komme immer wieder gerne und ich hoffe, du machst da noch lange. So, mein Lieblingsgericht, das ist Currywurst mit Pommes und Mayo. Mein Schönheitsgeheimnis, also wer das Video sieht, ist, dass ich gar kein Geheimnis haben kann, weil da ist keine Schönheit vorhanden. So, was ist Ihr Lieblingsreiseland? Das ist natürlich Italien oder ich sag mal dieser ganze mediterrane Bereich, Spanien, Italien, Mallorca sagt man bei uns oder Griechenland. Das ist alles für mich im Grunde genommen eins, das ist wunderschönes Europa. Also es gibt so viele Geschichten in meinem Leben und nachdenklich hat sich eigentlich bei mir was eingebrannt, dass man sich selbst nicht zu wichtig nehmen soll. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen durfte. Ja, Lieblingszitat habe ich auch, das ist von Winston Churchill. Nach der Schlacht werden die Toten gezählt. Also mein Lieblingsteil, das gibt es gar nicht. Das ist der Eugen, das ist mein Hund, aber da kann man ja nicht von Teil reden. Und am liebsten habe ich mein wunderschönes, bequemes Bett. Tja, was Neues gibt's? Ne? Ich habe geheiratet und das andere Neue, das verrate ich noch nicht. Und ich bin auch glücklich, dass ich lecker an Bord machen darf beim WDR. Das läuft auch gerade aktuell. So, das war's. Ganz herzlichen Dank, lieber Frank, für deine persönlichen Eindrücke. Hab weiterhin ganz viel Freude bei Lecker an Bord und wir sind gespannt, womit du uns demnächst wieder überraschen wirst.